Herzlich willkommen zu 5 Minuten Buch, heute mit Dorothee Nolte, die sich im neuen Band der Lebensbilder auf ebenso informative wie amüsante Weise dem leidenschaftlichen germanischen Gestalter zum Beispiel des Babelsberger Parks widmet. Was ist ein Park? Ein Park, laut Wikipedia, möchte mit Rasen, formbestimmenden Gehölzen und Architekturelementen eine idealisierte Landschaft erzielen. Dieses soll hat Fürst Pückler aufs Genialste erfüllt und sich darüber hinaus in einem aus heutiger Sicht fast märchenhaften Leben eingerichtet, in dem diverse Feen auftreten durften oder mussten. Hallo, hallo Dri. Mit diesen Worten beginnt mein Vorwort zu dem Buch über Fürst Pückler und so geht's weiter. Eine wie ihn gibt's nur einmal. Hermann Fürst von Pückler-Muskau, der tolle Pückler, der mit seinem Pferd über die Brühlsche Terrasse angeblich in die Elbe sprang und auf dem Dromedar durch die nubische Wüste ritt, der in englischen Salons nach einer reichen Braut suchte, sich 12-mal duellierte, Dutzende Frauen beglückte, Bestseller schrieb, die Parks von Muskau, Branitz, Babelsberg schuf, der mit Fez und Pluderhosen durch die Räume seines Schlosses wandelte. So einen findet man auf diesem Erdenrund kein zweites Mal. Und dann dieser Name, Pückler. Das fliegt, das schwebt, das tanzt. Die Lebensgeschichte wäre nur halb so schön, wenn der Fürst, der erst mit 25 Jahren zum Fürsten wurde, Graf von Griesheim oder Freiherr von Friedelsdorf geheißen hätte, wie so mancher Adlige aus jener Zeit. Aber Pückler, das zergeht auf der Zunge wie Erdbeereis. Da koboldet ein Puck. Pflück mich, Pückler. All dies war er oder sei er gewesen, so kann man lesen. Abenteurer, Casanova, Dandy, Draufgänger, Erdbändiger, Exzentriker, Paradiesvogel, Sonderling, Utopist, Verschwender. Das könnte ewig so weitergehen. Voller Widersprüche war er. Ein Hallodri eben. Helle und haltlos, heiter und hanebüchen, hitzig und hirnverbrannt. Und ein glänzender Schriftsteller. Wer ihn liest, kann nur staunen über seine Fähigkeit, Menschen, Situationen, Gemälde und Landschaften zu schildern. Treffgenau, ironisch, aber auch stimmungsvoll. Ja, soweit ein kleiner Auszug aus dem Vorwort zu meinem Buch zu Fürst Pückler. Und ich kann sagen, das war in der Tat das, was mich am meisten überrascht hat, als ich begann, mich mit Fürst Pückler zu beschäftigen, dass er so ein großartiger Schriftsteller ist. Viele von uns wissen ja, kennen das Eis, das nach ihm benannt ist und sind vielleicht schon mal in Bad Muskau oder Branitz gewesen, wo seine Landschaftsparks sind. Aber die wenigsten haben vielleicht seine Bücher gelesen. Und wenn man sie liest, wie ich das getan habe, dann findet man ganz viele sehr, sehr schöne Zitate, aus denen man dann eine Biografie stricken kann. Und das habe ich versucht. Es nennt sich ein Lebensbild in Anekdoten. Ich habe auch solche Lebensbilder in Anekdoten auch von Wilhelm und Alexander von Humboldt geschrieben. Und das ist eigentlich vom Titel her ein bisschen gemogelt. Nicht jede dieser kleinen Passagen ist tatsächlich eine Anekdote. Ich sage dazu lieber Biografie in Häppchen. Also es sind Biografien, aber sie sind geschrieben in kleinen Stückchen und mit einem Schwerpunkt, sage ich mal, auf dem Unterhaltsamen. Und gerade bei Pückler war das natürlich leichter, sage ich mal, als bei Wilhelm von Humboldt, unterhaltsame Stücke aus seinem Leben zusammenzustricken. Das war ganz leicht, weil dieses Leben nun wirklich sensationell voll mit Geschichten war. Eine der bekannteren Geschichten ist ja, dass er, als er den Park in Muskau gestaltete, immer in Geldnot war und fürchterlich verschuldet. Er sagte dann, mir bleibt nur noch Betäubung bis zum Untergang, weil es ihm das Geld so derartig fehlte. Und dann hatte er gemeinsam mit seiner Frau Luzi die Idee, also vielmehr Luzi hatte vor allen Dingen diese Idee, dass sie sich formell scheiden lassen könnten und der gute Pückler könnte nach England fahren und dort eine reiche Frau suchen. Und da lese ich vielleicht spaßeshalber nochmal ein kleines Stückchen aus dem Buch. Der Pückler war zwar ein Hübscher und er hat sich auch seine Haare brav gefärbt, um jünger zu wirken, aber er war dann trotzdem nicht so erfolgreich mit der Suche nach der Braut. Denn mindestens 200.000 Pfund Mitgift soll die Braut mitbringen. Da sind sich Pückler und Luzi einig.
Der Fürst stöhnt aus England gen Muskau, wo Luzi geblieben ist. Der Himmel gebe nur endlich ein Wild, was der Mühe wert ist. Und ist es kein Edelhirsch, so müssen wir uns mit einem Häschen begnügen, den Hunger zu stillen. Einige Häschen tauchen auf. Etwa die Tochter eines Apothekers, 50.000 Pfund, eines Kaufmanns, 40.000, oder eines Admirals mit immerhin 100.000. Ein einziger Edelhirsch kommt in Sicht. Miss Elizabeth Hamlet, 31 Jahre jung, 200.000 Pfund. Ist keine Schönheit, aber passabel, wie Pückler Luzi berichtet. Mit schönen Zähnen, Armen und Händen und den zierlichsten Füßen, etwa von deiner Größe und voll schlank wie du. Fast gelingt der Deal mit ihrem Vater, einem schwerreichen Juwelier, der gerne einen Adelstitel für seine Tochter hätte. Als sie jedoch erfährt, dass Pücklers einvernehmliche Scheidung nach englischem Recht ungültig ist, sie nach Auffassung ihrer Landsleute also als Mätresse leben müsste, sagt sie ab. Der Papa nahm mit Tränen in den Augen von mir Abschied und ich von seinen 200.000 Pfund Sterling. Ja, so einer war unser Pückler und das hat sehr viel Spaß gemacht, sich mit ihm zu beschäftigen. Er ist ja dann auch noch durch den Orient gereist, jahrelang ist er gereist und ganz ungewöhnlich für einen Adligen seiner Zeit. Er hat mit seinen Büchern Geld verdient, was ja heute noch mancher versucht, mit weniger Erfolg. Er hat also Bestseller geschrieben, war stolz darauf, dass er mehr verdient hat damit als Goethe und Heine zusammen. Und er hat auch immer gesagt, mit seinen Büchern ist er ist kein Gelehrter und er ist kein Literat und das dürfe man ihm auch nicht vorwerfen, dass seine Bücher so nicht seien. Das wäre nämlich ungerecht, ihm das vorzuwerfen, so ungerecht, als würde man einem Veilchen vorwerfen, dass es keine Eiche sei. Und ich nehme das zum Anlass und sage, dieses Buch ist eher ein Veilchen im pücklerschen Sinne als eine Eiche. Aber vielleicht macht es dem einen oder anderen Spaß, es zu lesen und vielleicht kann es Sie inspirieren, sich mal auf den Weg in seine Parks zu machen, nach Bad Muskau und Branitz, und beim Wandeln durch die Parks nochmal ein Gefühl dafür zu finden, was Pückler uns hinterlassen hat.